Was geht ab, meine Rosi-Fighter aus der Reihe, und heute zum Showcase, zum neuen AGL Metal Cooler. Zum einen, nein, das ist nicht der AGL Metal Cooler, und zum anderen habe ich für ihn zwar gesammelt, aber ich habe ihn nicht gezogen. Dennoch kann ich ihn mir trotzdem holen, Freunde, aber so wie ich ihn mir jetzt holen werde, das empfehle ich eigentlich niemanden. Denn auf JP gibt es ja die Dokkan Coins. Die Dokkan Coins wurden zum 4-jährigen Jubiläum eingeführt. Auf Global sollte es spätestens auch der Fall sein zum 4-jährigen Jubiläum dieses Jahr im Juli. Und mit den Dokkan Coins funktioniert das folgendermaßen: Wenn ihr in einem Dokkan Festival Banner sammelt, dann bekommt ihr pro Single Summon 1 Dokkan Coin und pro Multi Summon 10 Dokkan Coins. Und in dem Fall von Hit quasi sind dann im Barbershop alle Charaktere, alle Dokkan Festival Charaktere erhältlich. Außer dem neuesten Banner-Char, also außer Hit, sind alle anderen Charaktere mit den Dokkan Coins im Barbershop eintauschbar. Und warum empfehle ich es niemandem? Denn, Freunde, mit diesen Dokkan Coins könnt ihr euch auch in der Zukunft Dokkan-exklusive LR aus dem Barbershop holen. Heißt, wenn mal wieder in dem Banner ein LR Vegito, LR Goita, LR Fiva Vegeta und LR Fiva Goku vertreten sind, dann solltet ihr sie mit den Dokkan Coins euch aus dem Barbershop holen können. Also würde ich eigentlich jedem empfehlen, seine Dokkan Coins aufzubewahren für Dokkan exklusive LR, wenn sie wieder in den Barbershop kommen, und diese kosten dann jeweils 500 Coins. Ich werde mir trotzdem Cooler holen, Freunde. Cooler ist für mich, er ist wirklich ein guter Charakter. Ich will ihn liebend gerne showcasen. Darum wird es quasi gehen heute. Auf der JP-Seite kann ich ihn, wie gesagt, holen. Empfehlen tue ich es dennoch niemandem. Wenn es keine Eile hat, spart eure Dokkan Coins auf, wie gesagt, Dokkan exklusive LR. Ich meine, LR Vegito und LR Goita waren ja auch im Barbershop bei dem Banner von vierfachen Goku und vierfachen Vegeta. Wann könnten aber wieder solche Dokkan exklusive LR in den Barbershop geraten? Nun, mit Gogeta und Vegito speziell im Fall, die waren bis jetzt nur dreimal in Bannern. In ihren eigenen zum Release, da gab es die Dokkan Coins nicht. In dem Tanabata Banner im selben Jahr ebenfalls, da gab es die Coins auch nicht. Und dann in dem vierfachen Banner von Vegeta und Goku. Und da waren sie dann, weil es die Dokkan Coins gab, im Barbershop. Heißt, wenn dieses Jahr wieder ein Tanabata Banner kommen sollte, dann werden Gogeta und Vegito, falls sie da featured sein werden, auf jeden Fall im Barbershop sein. Bei Goku und Vegeta wäre ich mir nicht so sicher, ob sie dann bei LF4 von Goku und LF4 von Vegeta, ob sie dann im Barbershop erhalten sein werden im Tanabata Banner. Aber wie gesagt, das ist dann Zukunftsmusik, Freunde, dass ihr es gehört habt. Meine Empfehlung eigentlich: spart diese Dokkan Coins in Zukunft auf jeden Fall auf Dokkan exklusive LR. Ich hole mir einen Cooler, ich habe es schon getan. Ich will ihn auf jeden Fall showcasen, wir zeigen, was er drauf hat. Vor allem in JP auch, denn in JP erwartet uns morgen das Extreme Z Awakening zu Golden Freezer. Morgen werden wir Golden Freezer Extreme Z Awakening streamen, Freunde, auf Twitch oder also Twitch. Der Streamplan ist in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, ich bereite den Boy mal hier an der Stelle vor und wir showcasen ihn gleich. Eine wichtige Sache noch auf jeden Fall: Ihr seht es, er hat eine farbbare SL. Wie gesagt, wenn ihr diese auf den UR-Status bringt, dann geht jeder von ihnen ein SA-Level up auf quasi, ja, die SA-Stufe. Dementsprechend habe ich ihn ja auf jeden Fall erstmal auf SA-10 gebracht. Ich bringe gleich auf 55%, tue ihn Dokkan Awaken, dann gucken wir uns ganz kurz seinen Team-Mitglied-Aspekt an und im Anschluss springen wir auf jeden Fall, ja, wie der Boy in ein Event rein. Alles klar, und soweit wäre er auf jeden Fall bereit, unser Boy Metal Cooler. Wir haben ja Extreme AGL Metal Cooler, seine Sets sind folgendermaßen: auf 55% ist der gute. Leader Skill ist folgendermaßen: er gibt der Wicked Bloodline Kategorie, also der Freezer Clan Kategorie, Key plus 3 auf HP Attack und Def 170%. Oder den Extreme AGL Charakteren Key plus 3 HP Attack und Def 90%. Mit der Super Attack macht er immense Damage während Angriff und Verteidigung des Gegners. Sehr wichtig, vor allem quasi der Debuff wegen dem Angriff. Ist auf jeden Fall hilfreich in Modi wie Super Battle Road oder an sich allgemein hilfreich. Dann haben wir die Passive, Freunde. Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 80%. Jedes Mal, wenn er einen Angriff bekommt, erhöht er seinen Angriff um 10%. Das Maximum ist 70%. Die Sache hierbei ist, das Ganze wird separat kalkuliert. Heißt, er kommt auf ein Maximum von 206% Angriff, nachdem er 7-mal angegriffen wurde. Das ist auf jeden Fall insane. Und nachdem er einen Angriff bekommen hat, heilt er sich um 7% am Ende der Runde. Und zudem noch zusätzlich, wenn die HP 50% und runterfallen, wird er quasi in seine Giant-Form gehen. In der Giant-Form, wenn ich das kurz nennen darf, Freunde, was gibt es dazu sagen? Erhöht seine, also ist wie jede andere Giant-Form auch, man kennt es. Zudem erhöht er seinen Angriff stark und macht Destructive Damage in Giant-Form, wie gesagt. Aber Link-Skills overall sind Auto-Regeneration, das ist ein 3%, hier sollte das sein. Moment, hier ist das genau richtig. Dann hat er Nightmare 10% auf den Angriff, Thirst for Conquest 15% auf den Angriff. Wir haben Strongest Clan in Space, Key plus 2.
Wir haben ja an der Stelle noch Big Bad Bosses, eine der wichtigsten und geilsten Linkskills. 25% auf Angriff und Verteidigung, wenn die HP 80% und drunter ist. Wir haben Transform, Key plus 2, finde ich ein wenig schade, weil eigentlich hatten die immer El Cooler Shocking Speed, das ist ein Key plus 2. Und Shocking Speed wäre in einem Movie-Boss-Team wirklich richtig hilfreich. Er hat das leider nicht, hat dafür Transform, ist ein Key plus 2, wird wahrscheinlich selten triggern, sage ich mal. Dennoch, Fierce Battle, 15% auf den Angriff. In den Kategorien ist er vertreten, Resurrect Warriors, Giant Form, Movie Bosses, Artificial Life Form und Wicked Bloodline. Und Freunde, an der Stelle kommen wir erstmal zu seinem eigenen Team-Mitguide-Aspekt, nämlich der Wicked Bloodline. Die ist sehr beschränkt. Die ist wirklich beschränkt. Man kann da eigentlich nicht viel falsch machen. Ihr geht einfach her, am besten sucht einen guten Partner für AGL Metal Cooler. Gute Partner für den AGL Metal Cooler in der Rotation sind auf jeden Fall andere Charaktere. Die Thirst for Conquest, Big Bad Bosses, Fierce Battle haben auf jeden Fall. Und Logo, Strongest Clan in Space. Diese vier Links wird man overall bei ihm eh sehen in seinem eigenen Team. Denn in seinem eigenen Team sind ja quasi die Freezer Clan Charaktere und die haben Strongest Clan in Space. Heißt, ihr könnt ihn beispielsweise mit dem Tag Freezer halten. Der hätte diese Links, die ich genannt habe. Thirst of Conquest, Big Bad Boss, Fierce Battle, Strongest Clan in Space. Man kann ihn aber auch natürlich zur Not, wenn man keinen von denen hat, mit Angel Go und Freezer halten. Das würde auch funktionieren. Allzu schlimm wäre das nicht. Aber wäre gut, wenn sein Partner auf jeden Fall Thirst of Conquest und Big Bad Boss ist. Hätte, oder ich sag mal, zusätzlich zu den Standard-Angriff-Linkskills, Standard wäre Fierce Battle quasi, was so die meisten sein Team haben, wäre noch gut, wenn er First for Conquest auf jeden Fall hätte und Big Bad Boss ist auch oft vertreten. Dieser Kandidat wäre auf jeden Fall ein sehr guter Partner für ihn, auch an sich Strength Final Form Freezer ist ein guter Charakter, er hat nämlich auch First for Conquest. Die Final Form Cooler 10 auch dazu, der hätte jetzt zum Beispiel kein Fierce Battle, aber er gibt AGL-Charakteren, er attackt mit 40%, kann man auf jeden Fall auch mitnehmen und er hat Nightmare. Also er hatte Thirst for Conquest, Big Bad Boss und Nightmare und Strongest Clan in Space, logischerweise, für den AGL Metal Cooler. Ein physisch Final Form Cooler kann man mit ihm auch auf jeden Fall gerne sehen. Ich werde ihn mit meinem Tag Freezer in der Rotation halten. Die andere Rotation, ihr seht schon, man kann wirklich nicht viel falsch machen. Man braucht die Charaktere, logisch, die Charaktere ist sehr beschränkt, aber wenn man sie hat, ist auf jeden Fall eine sehr gute Charaktere, weil 170% auf die Freezer Charaktere ist sehr gut. Beispielsweise könnten ihr in der anderen Rotation halten, Angel Golden Freezer zusammen mit Tech Golden Freezer. Mache ich vorerst nicht, das hebe ich mir quasi für die Tage auf, denn dieser Boy bekommt, wie gesagt, morgen sein Extreme Sea Awaken. Ich werde ihn in der Rotation halten. Man kann auf jeden Fall den Strength Final vom Freezer mitnehmen. Bei ihm, der ist wirklich gut, Freunde. Ist ein guter Charakter. Bei ihm ist auch so, wenn er angegriffen wird in der Runde, bekommt er einen sehr guten Boost. Das wird separat kalkuliert, heißt, er bekommt auch sehr guten Angriff. Aber bei ihm ist die Sache, er hat bei mir keinen Dupe. Ich hätte eigentlich Cooler mitnehmen können. Die Sache ist, Strength Final Form Freezer und Cooler, die teilen sich mit 6 Linkskills. Also die beiden in der Rotation sind auch gut. Und dazu gehört auch zum Beispiel Cooler mit dem Tech Freezer. Also Tech Freezer und Cooler linken sich auch sehr gut. Das sollten auch 6 Linkskills sein in der Anfangsphase. Die könnte man eigentlich spielen, aber mein Cooler hat keinen Dupe. Der ist auf SA1 auf JP. Deswegen mein Asian Golden Freezer. Also ich gucke natürlich her, dass er bei jedem, muss man ja selbst drauf gucken, wie gut sind die Charaktere individuell. Deswegen gibt es aber auch quasi mehrere Alternativen. Ich nehme hier meinen Asian Golden Freezer, der hat 2 Dupes. Ich werde ihn in Rotation lassen mit einem EZA Full Power Freezer. Der hat zwar keine Dupes, aber der ist immer ein EZA Awake. Dann könnt ihr noch auf jeden Fall mitnehmen LML Cooler, wenn ihr ihn habt. Den werde ich rein und raus sortieren. L Charakter kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der wird sicherlich nicht schaden. Und dann zum Beispiel noch den Free-to-Play Golden Freezer, denn er gibt den Movie-Boss-Kategorie. Key plus 2 sollten das sein, Attack mit 30%. In dem Fall würden das alle bekommen, richtig, genau, außer der Full-Power-Freezer. Wäre nicht schlimm, aber ich meine, wenn ihr zum Beispiel euer Cool habt, dann könnt ihr den auf jeden Fall mit reinnehmen. Der würde den ganzen Boost bekommen. Oder ihr könnt als Supporter natürlich auch einen der Charaktere mitnehmen, der Free-to-Play-Cooler mit den Namen zusetzen. Könnt ihr auch auf jeden Fall reinklatschen. Die Sache ist die, ein volles Freezer-Clan-Team oder Wicked Bloodline-Team könnte zum Beispiel so aussehen. Aber wir haben ja noch den zweiten Leader-Skill. Und wegen dem zweiten Leader-Skill, den werde ich auf jeden Fall nutzen, Extreme AGL-Charaktere, nämlich für Thales, Freunde. Egal, wo man Thales spielen kann, man spielt ihm gottverdammt nochmal. Key plus 3, Attack plus 40% für jedermann, ist ein Dokkan feste Charakter. Er hätte hier Thirst for Conquest am Start, Big Bad Bosses hat er am Start. Und Fierce Battle so oder so, also in diesem Team-Setup macht sich auf jeden Fall auch gut. Mein Wicked Bloodline-Team wird folgendermaßen aussehen. Wir werden auch gleich in eine Sage springen und das Team mal testen. Und wir werden gleich sehen, quasi das beste Szenario hier wäre Tech Freezer mit Metal Cooler in der Rotation und dann Thales. Und natürlich, wenn er seine ganzen Stacks hat, da bin ich drauf gespannt, was auf dem Radar steht, auf 55%. Andere Team-Setups würde zum Beispiel so aussehen, Resurrect Warrior Team, na Logo, am besten. In den anderen Teams wäre es wirklich gut, wenn ihr Metal Cooler spielt mit einem anderen Freezer-Clan-Team, weil er hat halt als Linkskill, Key-Linkskill, Strongest Clan in Space und Transform.
Und das sind quasi eigentlich nicht so oft gesehene Link-Skills. Shocking Speed wäre deswegen viel, viel geiler. Hat er leider nicht. Deswegen, wenn ihr ihn aber in den anderen Kategorie-Teams mit irgendeinem anderen Freezer-Clan-Team haltet, dann geht das auf jeden Fall. Oder natürlich quasi, wenn ihr Thales drin habt oder einen Supporter, das würde auch gehen. Zum Beispiel, wenn wir in dem ersten Team ein gutes Szenario nicht sehen werden aus dem Spiel heraus, werde ich ein folgendes Szenario vorbereiten in dem Movie-Boss-Team. Er in der Rotation mit AGL cooler, dann Thales in der Rotation rein. Wir haben von beiden Seiten 40% auf den Angriff. Wir hätten zusätzlich noch Nightmare von AGL cooler und von Thales würde quasi was fehlen, würde Fierce Battle hinzubekommen. Big Bad Boss wäre auch am Start, Perlstar Conquest auch von beiden Seiten. Deswegen, ja, springen wir mal sofort. Und by the way, man kann natürlich auch in ein Artificial Lifeform Team spielen, denn da ist ja auch mit Baby Vegeta als Leader. Falls ihr sowas sehen wolltet, Artificial Lifeform mit dem AGM El Cooler, könnt mich das gerne wissen lassen. Vielleicht auch in einem Super Battle Road Stage, dann werde ich das für die Tage vorbereiten. Lasst mich das gerne auf jeden Fall wissen. Vorerst springen wir mit diesem Team in ein Event rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, ich bin jetzt einfach mal an der Stelle in das neueste Dokument auf JP, das ist ja das von Hit. Der Fred hat auch keine Dupes, heißt... Mit El Cooler wollt ihr so spielen? Guck mal, ihr merkt schon, Shocking Speed würde hier fehlen. Das wäre ein Keep with Style weiter, ist auf jeden Fall nice, aber nicht schlimm. Mit AGM El Cooler wollt ihr auf jeden Fall so spielen, Freunde, dass er viele Angriffe bekommt. Bis zu 7 Stück, dann hat er seine Stacks. Am Anfang bekommt ihr jetzt mal Zeit, sein Angriff erhöht sich, erhielt sich am Ende der Runde um 7%, wie gesagt. Und man will ihn auf jeden Fall aufbauen. Aber schaut euch mal die Super Attack an, wie geil die ist, ne? Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen oder im Endeffekt quasi dann gefällt, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben, warum ich kurz gewartet. Vielen lieben Dank, ist mir gerade eingefallen, ich habe das noch gar nicht in dem Video gesagt, glaube ich, für die erreichten 22.000 Abonnenten auf YouTube, Freunde. Vielen lieben Dank für die Unterstützung in der letzten Zeit. Ich weiß wirklich sehr, sehr zu schätzen. Bei den 24.000 Abonnenten quasi gibt es ja den 24-Stunden-Stream. Heißt, wenn ihr neu hier seid und euch das Ganze gefällt und ihr das Ganze unterstützen wollt, dann könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne auch ein Abo da lassen, Freunde. Die Assets von Metal Cooler sind wirklich sehr, sehr geil aus. Da muss ich, glaube ich, dem einen oder anderen nichts verzählen. Gerade hat mir nicht so ein gutes Setup, das ist ja quasi das Mindeste, was wir von ihm gesehen haben. Aber wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall Tag Freezer mit ihm in der Rotation halten. Und dann sollen diese Jungs eigentlich mal relativ langsam machen. Die sollen hier nicht eskalieren. Deswegen wäre es auch mir gut, wenn sie nicht super attacken. Mir geht es quasi wirklich um Metal Cooler. Aber auch an sich das Freezer-Team, wenn ihr das spielen könnt. With Bloodline ist wirklich sehr gut. Aber Metal Cooler auch außerhalb davon. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob ihr ihn zum Beispiel in Super Battle sehen wollt. In dem Super Battle Road ist er wirklich sehr, sehr wichtig. Er macht so viel aus in dem Super Battle Road. Das glaubt ihr gar nicht. Oder im Battlefield. Allein wegen seinem ganzen Kit ist er wirklich ein sehr guter Charakter, weil er defensiv stark ist, offensiv wirklich brachial wird, Angriff des Gegners sein, sich hielt. Der ist wirklich gut, Freunde. Ein wirklich sehr gut getroffener Charakter. Und ja. Genau, der soll die zwei Angriffe bekommen. Ich wollte gerade überlegen. Bei dem muss er auf irgendwas aufpassen. Dann soll er die auf jeden Fall bekommen. Dann, also es wäre wichtig, wenn er im Thirst for Conquest Charakter auf jeden Fall in der Rotation wäre. Ich sag mal, der S zusätzlich hätte zu viel Battle und Strongest Clan in Space. Wäre auf jeden Fall nice. Thirst for Conquest sind 15% auf den Angriff. Das nimmt man auf jeden Fall mit. 1,38, sehr schön. Also wir bekommen ja noch ein paar Stacks und das ist noch nicht so eine gute Rotation, sage ich mal. Das wird auf jeden Fall noch besser aussehen gleich. Und ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es gerade irgendwie vergessen. Achso, ja. Wenn wir das beste Szenario quasi hier nicht aus dem Spiel heraus bekommen... Warte mal, Thales soll hier raus. Ja, wir können den Freund auch mal aufbauen. Warum nicht? Dann sehen wir, was der drauf hat. In der Rotation jetzt mit dem Golden Freezer. Golden Freezer, Angel Golden Freezer, auch wirklich ein sehr guter Charakter. Und auf das Isel vom Golden Freezer freue ich mich auch wirklich. Das wird dem Team wirklich einen Buff geben. Der ist jetzt auf 1-2, sehr schön. Der hat hier auch nur an der... Also der hat hier nur 4 Battle quasi, was sein Angriff links hin angeht. Ja, genau, weil Angel Golden Freezer hat keinen Knight mehr. Genau, wenn wir das beste Szenario nicht bekommen, hier aus dem Spiel heraus, 1,8, der Zeit, wie gesagt, aus dem Spiel heraus, dann werde ich dafür sorgen am Ende, dass ich die Szene kreiere, wie gesagt, in der Rotation mit dem AGL Cooler und in der Mitte der Metal Cooler, seine vollen Stacks, Big Bad Boss ist. Wird vielleicht schwierig sein, Big Bad Boss zu sehen, aber gut, dass Hit ein bisschen viel Schaden macht, das gefällt mir, dann können wir das eventuell noch triggern. Ich hoffe es, ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass hier viele Charaktere gut Schaden bekommen, aber die Sache ist halt, das Freezer Team, die heilen sich hoch, ey. Guck mal, oh mein Gott, wie viel ich mich, wie viel ich mich geheilt habe. Shit. Egal, wartet mal. Ich werde das schon hinkriegen. Nämlich, hier soll er auch noch gut Stacks bekommen. Hier wird dann noch Thales reinkommen. Heißt, in der nächsten Runde muss ich gut Schaden bekommen. Da will ich gut viel Schaden bekommen, damit sie auf unter 80% fallen. Er sollte demnächst seine ganzen Stacks haben. Ich habe nicht mitgezählt, aber demnächst, also spätestens in der nächsten Runde. Und jetzt kommt er schon auf 1,64 ohne Supporter. Keine Dupes, gar nichts. Sehr schön. Und ich bin gespannt, was mit Thales in der Rotation gehen wird. Ich denke, ich hoffe, er wird die 2 Millionen knacken. Auf 55% Metalles in der Rotation. Darauf bin ich wirklich gespannt. Was dann eben fehlen würde, wäre Nightmare quasi. Und ein weiteres Supporter wie Cooler. Also das Setup von dem anderen Cooler würde auf jeden Fall besser aussehen. Ja,
Jetzt muss ich den AGL nach links stellen und von denen soll aber eigentlich niemand angreifen. Genau, sehr schön, dann machen wir das Ganze mal so. Die sollen einfach nur Schaden bekommen, wobei ja, die zwei Int wahrscheinlich wenig Schaden bekommen werden. Jawohl, sehr schön, der Super-Tag auf ihn, komm schon, Hit. Darfst du mal heute ab und zu sage ich, ausnahmsweise mal viel Schaden machen, let's go. Gib mir die, ja, perfekt, gestern hat ihn auch noch, wir sind auf unter 80% gefallen. Die Sache ist aber, wir healen uns halt noch am Ende der Runde. Oh Gott, wir werden uns doch gut healen, glaube ich. Egal, solange wir in der nächsten Runde unter 80% fallen, wird das auf jeden Fall gut sein. Ich meine, Logo, jetzt haben wir leider Typen-Nachteil. Ich meine, ein Dupe auf egal welchem Charakter wäre nie verkehrt. In dem Fall von AGML cooler. Oh, egal, wir haben. Sehr schön, wir haben Thales, den behalten wir ganz links. In dem Fall von. Moment. Im Falle von AGML cooler wäre es natürlich geil, wenn er einen Crit hätte, einen Dupe. Aber jetzt. Ich bin mit relativ. Ich habe nicht mitgezählt. Wegen den Stacks, aber. Wisst ihr was, werde ich trotzdem mal das Szenario kreieren, da werde ich darauf achten, ob ich die ganzen Stacks habe. Wie gesagt, ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet. Ich meine, im Endeffekt beim Editieren werde ich schlauer und ihr beim Zusehen auch. Aber, was kommt jetzt so rauf? Wie er ist unter, ja, Big Bad Boss hat es getriggert, sehr schön. 2,3 noch. Hier würde, wie gesagt, nur noch Nightmare fehlen. Und merkt ihr, Freunde, was Big Bad Boss es ausmacht vom Schaden her. Big Bad Boss macht sowas von viel aus. 2,3. Dieser Tech Freezer. Zum Vergleich, der war auch auf 2,39. Der hat bei mir 3 Dupes. Und AGL Metal Cooler ohne Dupes kam auf denselben Wert. Gestört. Auf jeden Fall gestört, Freunde. Ich würde sagen, von dem AGL Metal Cooler haben wir auf jeden Fall sehr gut gesehen. Sollen wir noch umhauen hier am Ende? Ja, hau mal einen rauskommen. Und dann kriege ich mal das quasi Szenario, was ich sehen wollte. Das sollten eigentlich aber auch volle Stacks sein. Wenn nicht, dann wird es auf jeden Fall gleich noch höher sein. Denn in dem Szenario, was ich gleich vorbereiten werde, haben wir dann, wie gesagt, alles getriggert, all seine Angriff-Link-Skills. Wir haben Doubles 40% Support-Aspekt. Deswegen bereite ich das mal vor und dann sehen wir es gleich wieder. Lasst uns eine Sache aber nicht vergessen. Er hat ja noch die Giant-Form, bevor wir quasi uns das Szenario ansehen. 50% bin ich runtergefallen von meiner HP und er transformiert sich quasi in seine Core. Ja, Core-Modus heißt das. Und ja, hier bekommen wir Logo keinen Schaden. Überwiegend, wenn wir in diesem Modus sind, machen aber dafür dann gut Schaden. Und vor allem, wenn er jetzt Dupes hätte, dann profitieren ja diese Giant-Charaktere von den Dupes 1,39. Ey, das ist geil auf jeden Fall. Das bei einem Giant-Charakter zu sehen, ist einfach nur ein Bonus. Also wir bekommen keinen Schaden in der Runde. Und wenn er gut Schaden macht, umso geiler für uns. Und genau, ja. So viel dann auch zu seiner Giant-Form. Wie gesagt, das letzte Szenario haben wir uns dann quasi noch aufgehoben nach der Super-Attack hier. Let's go. So, alles klar, jetzt hätten wir quasi unsere ganzen Stacks. Wir hoffen darauf, dass der AGL-Cooler so viel Schaden bekommt, der Final Form, dass wir Big Bad Boss noch aktivieren. Sein Angriff, das ist der Friend, by the way. Der Friend ist aber auch auf 55%, deswegen passt das Ganze auf jeden Fall. Und einen, den ich vergessen habe am Anfang zu erwähnen, den Free-to-Play-Int-Freezer-GT. Der ist auch gleich mal so schlecht, Freunde, gibt Extreme Class, Keep Booster Attack und der 25%, hat eine Damage Reduction. Heißt, den kann man auf jeden Fall auch spielen in dem Team von Cooler. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben, wie gesagt, alle, ich hoffe, wir sollten schon unter 80% droppen. Ich meine, Thales sollte hier gut Schaden verrichten. Genau, wir haben jetzt alle wichtigen, wir haben alle Angriffslinge getriggert. Nightmare, Thirst or Conquest, Big Bad Boss jetzt auch sicherlich am Start, ja. 3,19 ohne Dupe. Double 40% fürs Battle. Thirst for Conquest, Nightmare. Was? Oh mein Gott, also wirklich, ihr seht es, Cooler ist wirklich ein richtig guter Charakter, ohne Spaß, Freunde, wenn ihr ihn habt, dann auf jeden Fall, ja, Glückwunsch dazu, ihr könnt ihn wirklich sehr gut benutzen, 3,19 ohne Dupe, krasser Shit in seinem besten Szenario, und er wird in sehr vielen Modi hilfreich sein, Super Battle Battlefield, vor allem, wenn er die Giant Form erreicht, im Super Battle Road, richtig gut auf jeden Fall, aber, wie gesagt, aktuell in den Zeitraum, in dem ich das Ganze aufnehme, Freunde, wir haben heute den 8. April 2019. In den Bannern, in denen er aktuell vertreten ist, würde ich dennoch nicht empfehlen zu sammeln, weil die Banner einfach schlecht sind. Aber in der Zukunft dann hoffentlich, wenn ihr ihn ziehen werdet, wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit ihm. Oder, wenn ihr ihn schon gezogen habt, Glückwunsch dazu und sehr viel Spaß mit ihm. Ich hoffe, das Ganze hat euch im Endeffekt gefallen. Wenn ja, dürft ihr ihm ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.